Willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir kommen nicht in die Stadt, die dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber Karl, das tötet Menschen. André, ein wunderschön. Wie hieß die Stadt? Die Stadt hieß Orte Isolde, genau. Da lassen sie keinen rein, der kein Adliger bzw. kein Kaiserlicher ist oder zur kaiserlichen Familie gehört. Was bedeutet, wir müssen einen Umweg gehen. Wir müssen durch das ehemalige Adligenviertel. Denn Clive hatte gehört, es gibt einen unterirdischen Gang, der von Port Isolde nach hier zum Lazarusviertel führt. Aber dem gehen wir jetzt erstmal auf die Schliche. Gucken wir mal, weil jetzt können wir hier nämlich rein. Tür auf! Hier kommt der König. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Ich würde ja schon ganz gerne nochmal in die Stadt zurück. Da bin ich ja doch noch weiter als du. Ja, ich habe gestern nicht gespielt. Ich würde ganz gerne nochmal in die Stadt zurück, in der das Spiel angefangen hat. So habe ich es nicht in Erinnerung. Wie schnell eine Perle ihren Glanz verliert. Ja, krass. Also ich finde es schon ganz cool, aber ich werde es jetzt doch tun. Ich werde noch einmal die Helligkeit hochschrauben. Weil ich nämlich doch ein bisschen das Gefühl hatte, dass im VOD das Spiel viel zu dunkel war. Ich war am Sonntag nicht so spielfähig. Da habe ich gedacht, dass du mich überholst. Nö, irgendwie nicht so. Ich bin ja erst Sonntag irgendwann nach Hause gekommen und da hatte ich gerade mal ein paar Stündchen Zeit zu zocken. Also ich war am Wochenende gar nicht zu Hause. Also dementsprechend, ich denke, ich werde hier noch ein paar Abende dran sitzen. Und ich denke auch, dass ich morgen, übermorgen streamen werde und nicht mit meinen Kollegen ballern werde. Weiß ich noch nicht, damit wir nächste Woche wieder ein bisschen andere Spiele spielen können, nicht nur Final Fantasy 16. Einfach um wieder ein bisschen die, wie heißt das, so eine gute Durchmischung zu haben. Doch nicht verlassen. Hey, Besuch! Verzeihung, wir wollten nicht stören. So. Toll, für einen kurzen Moment hatte ich gedacht, dass das hier Freunde sein könnten. Aber scheinbar nicht so. Whip. Shit. Lazarus-Bandit. Was für komische Kreaturen. Weep. Oh, fuck. Schon wieder. Na, egal. Aber ansonsten... Ach, Mann. Ich habe mich schon richtig gefreut, wieder zu spielen. Weil irgendwie hing dann doch noch mal ein bisschen die Story so ein bisschen nach. Und es war so ein, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und echt krass, hatte ich schon so lange nicht mehr bei einem Spiel. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Der Segen des Phönix. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag... Huh?
Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Begründer, ihr seid es wirklich. Ja. So, Wade. Kommt mit hinein. Dacht mir schon sowas. Grüß dich, Freaky. Moment, gleich nach dem Gelaber. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Orthill gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nicht zu ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben, das darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. So, die Frage, wie gefällt mir das Spiel? Richtig gut. Ich finde es so richtig gut. Es bockt unglaublich. Ich finde, es hat eine geile Grafik, einen geilen Soundtrack, eine geile Story. Es ist einfach rundum geil. Ah, so. He-Man is back. Was? Wer? Wie? Das war He-Man. Du hast recht. Ich hab voll nicht gerafft, wer das war. Das war He-Man. Reiß dich zusammen.
Du lebst immerhin noch. Ah, oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann gehen wir erstmal ein bisschen shoppen, würde ich sagen. Wenn wir schon hier sind. Was haben wir hier? Gaia-Schwert, unnötig. Goldschärpe, unnötig, unnötig. Zu teuer. Wir könnten ein Elixier reinfeuern. Die Frage ist dann nur, was das bringt. Ah, ich lasse es einfach. War mir eine Ehre. Der Fährmann zum Versteck hat die Stimme von Gaius von Belzer. Tötet ihn! Schon wieder hat er ein Reich verraten. Erst verrät er das galilische Kaiserreich und jetzt die deinen Völker von Mittelerde oder so. Schlimm, dieser Van Belzer. Kann sich nie irgendwie in eine Richtung erbarmen. Ach, geil. Habe ich vielleicht noch irgendwo eine Sidequest oder so? Lieber mal nochmal kurz nachgucken. Nicht, dass sich hier irgendwo irgendwelche Sidequests auftun. Oh, hi, Mark. Ey, Ryu, grüß dich! Doch, mir fällt gerade etwas ein. Ist zwar keine Sidequest, aber trotzdem möchte ich mal nach Cairn Norvent reisen. Ich glaube, hier war das nämlich. Weil ich hatte irgendwann mal gesagt, hier, ich habe noch so ein Tor gesehen. So ein Tor, wie wir es auch beim Phönix-Tor geöffnet haben. Und ich will es unbedingt mal suchen. Ich will mal gucken und ich will gucken, ob wir da rein können. Ich weiß, dass es irgendwo hier. Der Typ bei der Garuda-Tutsi, bei Benedikt, da hat die Stimme von La Brea. Lül. Ich meine, dass das irgendwo hier drüben war. Moment. Genau, das muss irgendwo hier gewesen sein. Vermutlich hier so links lang. Hier hoch und dann links lang. Irgendwie so. Geht mir nicht darum. Ach, ich weiß nicht, ob es um irgendwas geht. Aber Hauptsache, wir machen das. Ich finde es nämlich cool, dass wir hier überhaupt die Möglichkeit haben, einfach mal ganz kurz von A nach B zu gehen. Auch wenn das vermutlich überhaupt keinen Sinn ergibt, was ich hier mache. Aber ich finde es irgendwie wichtig, dass wir das mal gemacht haben. Da waren auf jeden Fall, ich erinnere mich noch, Ruinen von diesem Volk. Kann auch sein, dass das vor Garuda war. Stimmt, ich kann auch mit dem Chocobo hinreiten. Ey. Du hast völlig recht. Ich habe ja ein Chocobo. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich reite jetzt mit meinem Chocobo. Dann können wir nämlich mal ganz kurz hier die Wälder und Gebüsche abgehen. Hier. Kaiserliche Jagd und hier war es definitiv nicht. Jill darf auch hinterherlaufen. Sicher darf die hinterherlaufen. Ey, meinst du, ich lass die. Meinst du, ich lass die auf mein super teures, super seltenes Chocobo? Ey, warte mal, die hatten ihr eigenes. Ist ja geil. Die hat einfach ihr eigenes. Das ist ja der Punkt bei der Sache. Ich weiß es nicht genau, wo ich hin will. Warte mal, da lang, glaube ich. Ich meine nur, dass wir hier irgendwo auch an so einem Eingang vorbeigegangen sind. Diesen Eingang suche ich gerade irgendwie. Also es ist eigentlich gerade ein bisschen mehr Sightseeing, was ich hier veranstalte.
Kann halt eben auch doch in diese Richtung gewesen sein. Ich finde es einfach nicht mehr. Kann auch hier dieser Gang gewesen sein. Aber das haut nicht hin. Wir sind... Okay, ich reise einfach wieder zurück. Aber es gab... Wir sind irgendwo, sind wir dran vorbeigereist. Und ich war mir ziemlich sicher, dass das auch so aussah wie so ein Eingang, den wir dann auch später hier im... beim Phönixtor gefunden haben. Aber ich weiß halt eben leider echt nicht mehr, wo das war. Shit. Das hätte ich mir damals direkt merken können. Pass auf, ey, das ist eigentlich voll die Idee. Schaut euch bei YouTube bitte meine Videos an. Ja, normalerweise bettle ich ja nicht nach Aufrufen, aber schaut sie euch nochmal an. Und wenn ihr den Ort seht, dann sagt mir bitte, in welcher Folge das stattfinden und das passiert ist, ja. Damit ich nochmal nachgucken kann, ob ich da hinkomme. Einfach so. Weil das fuchst mich so ein bisschen. Nachdem das Phönixtor aufgemacht wurde, gab es nämlich eine Cutscene. Da gab es so eine kleine, nein, nicht eine Cutscene, sondern gab es so einen Dialog und da meinte er noch so, ha, das, die Alten haben auch hier ihren Kram gebaut, bla bla bla. Und da war an der Wand solche Strukturen, die sahen aus wie die Tür am Phönixtor. Jetzt finde ich es halt eben einfach nicht mehr. Voll schade. Na gut, dann machen wir mal weiter hier. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Wir haben Ruf bekommen. So, Gruppenmitglieder. Im Verlauf der Geschichte werden sich Clive verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seinen Reisen begleiten. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Jetzt ergibt das wirklich sogar noch einen Sinn da unten mit der Gruppe. Je nachdem, was sein nächstes Ziel ist, können sie allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Kann ich die jetzt wechseln? Ah ne, jetzt habe ich einen Gast dabei. Oh, das wäre ja so geil. Aber egal. Ich bin... Oha, ich finde das trotzdem cool. Ach, hier kann ich nicht rein. Nicht hier. Oh, ist das geil. Mal wieder. Ach so, super. Hier darf ich jetzt... Ach, ich darf jetzt überhaupt nicht reiten und teleportieren. Möge der Segen des Phönix mit, weil wir natürlich in der Main-Quest sind. Oder gerade mitten in der Quest sind, da dürfen wir das nicht. Wie lange verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos
Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Seit einiger Zeit gucke ich immer auf die Lippensynchro. Moment mal, mir fällt auch gerade etwas auf. Bevor ich irgendwas mache, erstmal Stößchen Silence, schon 30 Minuten her. Gar nicht gesehen. Ich achte seit längerer Zeit auf diese Lippensynchronisation. Also ist schon klar, dass mit der deutschen Synchro dass die Lippen nicht der deutschen Synchro angepasst sind. Aber mir fällt halt eben auch auf, dass im Laufe des Spiels, gerade in Gesprächen mit den NPCs, die Bewegung des Gesichts eher... Also ich finde, sie hat qualitativ nachgelassen. Ja, ich kann mich da auch natürlich auch täuschen, weil ich am Anfang noch ein bisschen dolle geblendet war und mir das vorher noch nicht aufgefallen ist. Aber... So, wenn ich immer drauf... Wenn die immer reden, dann gucke ich immer ins Gesicht. Und das Gesicht wirkt immer so... Da ist die Brücke. Auf euer Zeichen, Milord. Auftragsziel in der Nähe. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch... Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Für Rosaria! Für Rosaria! Genau, für Rosalinde! Boah, einmal hier ein bisschen Action. Für Narnia, genau. Verstärkung vom anderen Ufer. Noch ein Wyvern, der für sie kämpfen muss. Für Narnia. Oh, finde ich richtig gut. Whip. Shit. Zu spät gesehen. Bremst die. Für das Auenland. Für Gondor. Für die Zwerge. Mehr Drachen. Wie mehr Drachen? Mist. Kaiserlichen meinen es ernstlos. Geirrt fühle ich mich nicht. Doch. Für den unsterblichen Imperator. Na klar. Ein nobler Kampf. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Oh nein! Ein Dragoon! Das ist ein Himmelsfahrtkommando. Die kommen um die Ecke mit Personen, die lieber in den Abgrund springen, als zu kämpfen. Whip. Witzig. Ja.
Und genau, so einen wunderschönen guten Abend, Tommy. Grüß dich und Feno. Ach, wo kommst du denn auf einmal her? Gar nicht gesehen hier. Fuck. Da war ich ein bisschen zu früh unterwegs. Na komm, jetzt machen wir einen Angriff hier. Geht doch. Genau, richtig. So ein. Und der ist nicht mal ansatzweise so krass drauf wie Sephiroth. Oh, Sephiroth in diesem Kampfsystem wäre natürlich auch richtig Premium, ne? Boah, hätte ich dann Bock drauf. Oh, guck mal, jetzt sind zu zweit. Perfekt. So, hinfort. Von Ramu bin ich nicht, nicht so überzeugt. Was? Wie von Ramu bist du nicht überzeugt? Ramu, mega. Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberungen aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach, die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir, wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Oh. Die Esper-Waffen? Ja, schon. Ich finde auch die Esper sehen klasse aus. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen.
Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rossfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot. Getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht. Sankt Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer. Für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen. Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Das ist deine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr, Rutherford. Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster?
Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt, du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Oh, ist das herrlich. Rutherford, bring mir die Axt. Ich muss Köpfe zum Rollen bringen. Oh, das ist mein Neffe. Rutherford, bring mir den Säbel. Wir gehen auf Piratenzug. Nimm du den, ich nimm den. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen, sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Ich war zum Monster geworden. Ja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann,
muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann und nur dann stirbt das Monster in mir. Gut, solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benomer geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ja, soweit zu Port Isolde. Dann würde ich sagen, einmal kurz eine Pause und dann geht's weiter. Bis gleich.